Nee. Du Bastard. Mann, wo habe ich jetzt ein Stückchen Erde? Da. Hat jemand von euch Fackeln? Ja. Ja. Können wir mal ein paar geben? Nein. Helfen! Achso, ich habe überflutet hier alles. Oh, jetzt hast du wieder keine. Du bekommst die. Danke. Kein Bock jetzt rauszugehen. So. So, hier nochmal alles schön ausbauen. Hab leider keine Schaufel am Start, aber ich kann mir auch schnell eine machen. Und nun hat der Pedi eine Schaufel am Start. Geht schon viel schneller auf jeden Fall mit der Schaufel, gell Jungs? Ja. Wie baue ich nochmal diese Holzpodeste oder was das da sind? Diese halbhohen Dinger? Drei in einer Reihe, glaube ich. Ja, halt das, was ich gebaut habe, oder was? Holzstufe, ja, genau. Holzstufe. Die wollte ich haben. Also nicht Treppe, sondern. Seht ihr gleich. Oh, hier ist ja Kohle unter dem Ding. So, unser Lagerfeuer brennt. Ich weiß nicht, ob ich diese Blöcke hier stehen lassen möchte zum draufsitzen oder ob ich hier Bänke hinpacke zum draufsitzen. Also Treppen, wie du das gemacht hast, Pitbull. Treppen. Treppen? Mhm. Weil ich finde so eine Holzklötze. Wie eine Art, man würde auf dem Baumstamm sitzen oder sowas, eigentlich auch irgendwie ganz cool. Ja, ich finde das besser. Ja, das finde ich auch cool, ja. Du hast das noch gar nicht gesehen, oder? Das kann ich mir besser vorstellen. Ah, okay, ich gebe dir recht, die Druckplatte ist echt geil. Als, so. Als Thekenreiche, ja. So ist es doch auch immer so. In Restaurants. Wie lange brennt eigentlich ein Stück Sand ohne so ein Ziegel drunter? Geht irgendwann aus, ne? Probier es aus. Brennt ein Stück Sand? Brennt doch. Achso, es geht irgendwann mal aus. Aber ganz schnell. Seit wann brennt es überhaupt? Eine halbe Minute oder so vielleicht. Okay. Das ist unser Lager. Ich weiß nicht, ob ich die Fackel drumherum lassen soll oder so. Nee, mach ich weg. Das Feuer brennt ja, ist dann ja auch hell. Brauchen wir keine Fackeln da stehen haben. So sieht's nämlich aus. Mutprobe! Ah. Penner. Was macht ihr da? Tja, einfach ein Stück Sand angezündet und Heaven ist durchgelaufen. Heaven, ich geh mal Sand sammeln, ne? Mach das. Neun Stück habe ich noch, die schmeiß ich dir mal eben zu. Der Heaven hat doch eine Million Sanddinger. Ja? So geht's ja gar nicht mehr. Voll vergessen. Oh, ja, ja, Werkbank. Soll ich sie dem runterschmeißen? Weil ich bringe dir eine Werkbank, okay? Ich hab doch schon. Hast du. Was machst du hier unten? Das Lagerhaus, oder? Ja. Du musst aber andere Wände nehmen, nicht mit Erde. Ich wollte auch Stein machen. Oder weiße Wolle. Das sieht dann aus wie so ein Kühlhaus oder so. Ich wollte auch Stein machen. Weiße Wolle. Wird schon wieder dunkel. Jetzt geht ratzfatz, Alter. Was fackelst du denn da alles ab? Ich mach Licht, dass ihr gleich keine Monster sind, dass ihr nach Hause laufen könnt. Hör auf, das verbreitet sich. Ach, doch nicht hier. Klar. Guck, jetzt brenne ich schon wieder. Was läufst du da durch? Du bist ein mobiles Licht, dass keine Monster kommen. Wollt ihr pennen oder was? Ich geh jetzt schlafen, ja.
Mach mir gleich im Strandhaus ein Bett. Pyjama-Party bei Pitboy. Ich muss gleich mal googeln, wie man Zaubertranks macht. Und was es so alles gibt, was man braucht und so. Scheiß. Hi, Jackson. Da brauchst du, glaube ich, Höllenzeugs. Ja, Netherwarze habe ich. Ich muss aber noch runtergehen, welche einpflanzen, auf jeden Fall. Kann man die farmen? Verbreiten die sich eigentlich irgendwo? Nee, oder? Ich weiß gar nicht. Hier haben wir Monster irgendwo, ich kann nicht schlafen. Ich habe unter meinem Bett Monster, aber kann schlafen. Ja, yeah, meine Schaufel hat jetzt einen Haltbarkeitszauber. Boah, weißt du, das ist doch alles so japanisch. Nee, ja, nachdem du es verzaubert hast, dann kannst du lesen, wie der heißt. Ach so. Ich mach mir mal ein Schwert, mal gucken, was ich da kriege. Ich dachte, du wolltest Pen. Geht nicht, Monster im Weg. Oh, Pitbull, hast du noch Glas? Ich kann in deinem Bett schlafen. Ich mache jetzt ein Eisenschwert, verzauber ich, weil ein Diamantschwert habe ich nicht. Pitbull! Warte mal. Geh schlafen! So, ich hab's jetzt. Sogar deine Katze stimmt mir zu. So, was hat das? Bann 1, Rückstoß 1. Was heißt denn Bann? Werden die dann auf selber gebannt? Nein, du schmeißt die dann zurück. Die fallen, fliegen dann zurück quasi. Du so. Schubst sie von dir weg beim Schlagen. Das ist doch Rückstoß an, nicht? Ich hab Monster hier, es geht nicht. Ich lieg doch in deinem Bett. Ja, aber es geht nicht, ich hab's doch gerade gesagt. Jackson, was ist da los? Was ist das, ein Creeper oder was? Oder ein Zombie? Egal, in deinem rechten Bett kann man nicht schlafen, aber in deinem linken. Dann gehe ich mal in mein Bett, da kannst du dich in dein linkes hinlegen. Irgendwas ist in der Fensterscheibe gespawnt, irgendein Vieh. Wie gesagt, Pitbull, in deinem Bett kann man schlafen, in dem anderen nicht. Ja, komisch, gell? Ja, weil ich gehe zu mir nach Hause, dann gehe ich in die andere rein. Da kommt zu mir, ich habe auch zwei Betten. Ah, ich bin schneller bei mir hier von Pitbull. Also ich kann in gar keins schlafen, in gar keinem Bett. Übrigens, dein Jackson macht gerade deine Tür auf, ne? Das war der Lappen, ist es. So, ich habe hier einen Zombie totgeschlagen, vielleicht war der das gewesen, deswegen du nicht schlafen gehen konntest. Vor deinem Haus war der. Ja. Okay, dann teste ich es nochmal. Geht immer noch nicht. Ich liege im Bett. Ich nicht. Ich liege auch im Bett. Das ist cool, dass du beim Crazy schlafen kannst. Es geht so auf den Sack mit dem Schlafen. Oder komm zu mir. Hast du noch ein Bett oder was? Ja. Jackson, lass die Tür zu. Wehe, du lässt hier jemanden rein. Der steht auf der Druckplatte, der Penner, der scheiß Jackson. Ich darf da keine Druckplatten hin tun, glaube ich. Jo, geht. Uiuiui. So. Überlegen, machen wir eigentlich hier zukünftig auch mal ein bisschen Themenbesprechung währenddessen oder machen wir mal einfach nur Geht um Minecraft? Themenbesprechung? Weiß ich nicht. Irgendwas, was uns so bewegt. Was im Real Life passiert, was wir dann 3 Monate später hier auf dem Kanal besprechen oder so. Habt ihr das mitgekriegt mit dem und dem und dem oder das ist schon lange verhandelt oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, hier ist ein Skelett in deiner Strandbar. Das ist der neue Barkeeper. Ist das geil? Chillt der da drin, oder was? Ja, der ist Barkeeper. Ich hab den gerade einmal geboxt, dann ist er da reingefallen. Soll ich ihn anzünden? Nee, ich will den ein Ding geben, ich hab da ein neues Schwert. Ja, aber der schießt auf mich. Geht mal weg, ey Mann! Ich weiß nicht. Dann geb ich dir ein Ding. Wenn ich gewesen wäre, hätte er gebrannt. So, ich hab eine Ausrede. Ich wollte ihm einen Schlag geben. Sonst gib mir mal einen Schlag, vielleicht passiert das dann auch. Du fliegst, natürlich passiert das auch. Du fliegst Kilometer weit weg. Nee, hat nicht geklappt. Wow. Also, wenn ich dich schlage, brennst du dann überhaupt? Nee, hör auf mit dem Scheiß. Verpiss dich. Oder doch, mach ich, spring ins Wasser. Boah, du Wichser. Du Lappen. Wie findest du eigentlich jetzt hier das Lagerfeuer? Sieht nice aus. Ich hab noch eine Kiste für die Angeln und sowas. Wo soll ich die hinstellen? Mach mein Feuer nicht aus. Ja, es ist doch Tag. Eine Kiste mit alles hier rein. Kiste mit Angel und so, alles hier rein. Wohin? Das soll alles der Typ. Da? Dem Typen gehören, der hier. Oder irgendwo. Soll der Verschluss in die Richtung gucken? So. Angeln da rein? Ich vergib dann hier alles. Guck, ich hab hier schon ein paar Flaschen. Ich hab Angeln. Bei mir kann man dann Zaubertränke kaufen. Ich würde die einfach mit Wasser füllen, kommt doch viel witziger. Ich verdünn die dann. Ich verkaufe die, als wäre das ein riesen Zaubertrank. Ich besorg uns Drogen. Im Ernst, ich besorg uns Drogen. Ich bin dann hier so der Marihuana. Vercheckende Surfboard-Lehrer oder so. Surflehrer. Ich hab Steine vergessen. Ich war doch eben zu Hause, Mann. Verdammte Scheiße. Ich geb dir Geleitschutz.
Begleitschutz am helligsten Tag. Ja, hier sind Schafe. Wir sind sehr aggressiv. Komm. Fackel doch nicht alles ab und lass Jackson in Ruhe. Ist es Jackson? Ja. Auf zu lügen. Es ist Jackson. Fackel nicht die ganzen Leute ab. Ich hab mich das einmal voll aufgeregt, dass auf einmal gar keine mehr hier sind. Jetzt pennen die wenigstens bei uns. Da ist hier was los. Ich muss ein paar Bücherregale machen, dass es da schöner aussieht. Bücherregale im Strandhaus, Pitbull. Das sieht doch schön aus. Doch keine Bücherregale. Nein. Was sonst? Was können wir denn noch machen? Ah, ich weiß es. Drogen. Eine benutzte Angel, tue ich teuer verkaufen. Sollen wir mal sagen, die hat irgendjemand Berühmtes benutzt. Ja. Ich brauche wieder Diamanten unbedingt, ey. Ja, muss man wieder welche suchen gehen, ne? Mhm. Weil so ein Plattenspieler, dafür brauchst du, glaube ich, Diamanten. Stimmt. Ich pack das Feuerzeug auch mal in die Kiste beim Strand rein, dass man dann immer das Lagerfeuer anmachen kann, ne? Mach das. Wie viel Glas habe ich jetzt? Wo habe ich das? 30 Gläser habe ich, die nehme ich gleich mit in die Strandbar. Brötchen und so ein ich wollte auch einen Ofen mitnehmen, stimmt. Steine wollte ich mitnehmen. Da, Steine habe ich genug. Ich habe auch noch ein Geschenk dafür. Wenn alle da sind, Crazy und so und Manu, da müssen wir auf jeden Fall eine Eröffnung feiern. Sollte der nicht mitzocken, Alter? Der ist auf einmal aufgegangen. Jackson kann auch kommen mit seinen Jungs. Die Jackson 5. Komm, wir spawnen dann voll viele NPC-Leute. Nein, dann ziehen die noch da ein, die Pelle. Heiz. Was denn? Ich verbrenne Sachen im Lagerfeuer. Boah. Brennen, Erde. Erde brennt nicht. Schade. Ich habe eine Spende reingepackt. So, wenn es jetzt dunkel ist, gehen wir nicht schlafen, dann bleiben wir hier. Hier ist nämlich alles eh schön beleuchtet und so. Siehst du meine Spende? Fischies. Ja, passt ja auch hier hin. Ich gehe jetzt mal einen Keller ausbauen. Ja genau, soll ich uns eben Betten holen für den Keller? Ich habe gerade gesagt, ich gehe nicht schlafen, weil ich nachts die Lichter begutachten möchte. So. Ist doch alles so schön mit Fackeln und ich habe extra Lichter jetzt geholt. Oh. Pyjama Party. Gut, dann gehe ich ein bisschen Sand besorgen. Was sagt mir mein inneres Radar? Wo muss ich hin? So, gleich ist hier auch alles voller Steine. Scheiße. Musst du gleich ein bisschen Sand nachbauen, Heaven. Das fällt mir alles hier rein. Heaven, brauchst du noch Sand oder hast du echt genug? Ich hab noch 4 64er. Ja, das würde, glaube ich, nicht reichen, oder? Ich weiß noch nicht, wie weit Pitbull es dir noch haben will mit dem Sand. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Muss gleich mal gucken. Soll auf jeden Fall schon geil aussehen. Sonst macht das doch in einem Schwall mit der Zauberaxt. Aber nicht in der Aufnahme. Nein, nicht in der Aufnahme, aber generell, weil sowas würde ich sagen, zählt als Landschaftsbearbeitung und dann ist, finde ich, die Axt erlaubt. Ja. Ist ja nicht so, dass wir damit uns jetzt irgendwelche Riesenhäuser bauen oder sowas, sondern das ist ja einfach nur Umgebung anpassen. Richtig. So. Wo hab ich die Werkbank? Habe ich hier zu Hause gelassen oder was? Ne, da ist sie. Das ist der Burning Heaven war am Burnen. Ich habe nochmal 27 Sand für dich eingesammelt.